Was geht ab, meine Freunde, zu einer weiteren Folge. Lange, lange ist's her. Wir haben lange nicht mehr voneinander gehört. Aber willkommen zur ersten Folge Minecraft Novus. Ein neues Projekt, was wir mit vielen YouTubern hier gestartet haben. Und ja, alle Teilnehmer sind wie immer in der Beschreibung verlinkt. Ich war noch gar nicht auf dem Server. Ich muss auch mein Grundstück erstmal suchen. Aber ich habe schon grob einen Plan, wo das ist. Und Pokémon Go läuft ein bisschen nebenher, falls Pokémon erscheint. Ich bin das übelst am Suchten seit 2 Tagen. Und ich würde sagen, wir joinen den Server mal und schauen, wo wir landen. Ja, es ist ein Technik-Mod-Pack mit vielen, vielen Mods. Ja, Silvester, wie geht's Ihnen? Ha, Silvester. Hallo, Silvester. Ja, und da ist die Arena. Hier ist auch schon richtig Full Reno am Start. Ja, Achievement direkt. Silvester. Wie geht's Ihnen, Silvester? Und ja, ich spiele mit keinem Texture Pack erstmal, das ist ganz bewusst. Und kann man eigentlich mal generell Sounds ein bisschen runterstellen. Und ja, wie gesagt, ist ein Technik-Mod-Pack. Ich versuche jetzt mal meine Hood zu finden. Und ich habe gesehen, Industrial Craft ist hier, Thermal Expansion, Pam's Harvest Craft. Guck mal, hier haben wir doch schon Instant Nahrungskonsumgüter von Pam's Harvest Craft. Wer sich noch an meine Life in the Woods Streams erinnert, der weiß, man kann das Ganze usen. Schaut mal, haben wir Instant Kapital für Nahrung. Schau mal, kein Pokémon. Vielleicht kommt der schon Pokémon, dann können wir das mal live hier abchecken zusammen. Also, ich weiß, dass mein Grundstück ist. Gut, dass da eine Minimap ist. Weil jetzt kann ich mein Grundstück auf jeden Fall schneller entdecken. Wie geht's Ihnen? Wie man sieht, sind ja auch sehr, sehr, sehr viele neue Items. Also, es ist ein sehr umfangreiches Modpack, sage ich mal. Was auch noch mit Lucky Blocks und ähnlichen Sachen erweitert worden ist. Ist es ein Gegnerz? Ne, ein Villager, ein normaler. Krass, wie geht's denn? So. Ja, ich bin mal gespannt, wie weit wir überhaupt hier kommen in dem Projekt. Weil, ja, wer es mitbekommen hat, sehr lange Zeit kamen keine Videos. Lag einfach daran. Ah, cool. Lag einfach daran, weil die Zeit ist halt aktuell nicht da. Und ich hatte auch gerade kein Projekt am Start. Ich glaube, das ist mein Grundstück. Ich glaube, das ist mein Grundstück. Bin mir aber nicht sicher. Es kann auch das von Spark sein. Ich glaube, das, ja, das ist das von Spark. Entschuldigung, ey. Und ja, die Folgen dürfen 20 Minuten gehen. Also im Prinzip dürfen die auch 5 Stunden gehen. Aber wenn man jeden Tag ein Video hochladen wollen würde, dann würde jedes Video maximal 20 Minuten gehen dürfen. Sprich, könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Minuten. Alter, hier geht's. Leute. Ich habe Angst. Okay, ja, hat sich einer. Alter, was geht hier ab? Okay, ich glaube, da hat einer mein Grundstück gegrabt. Obwohl das meins war. Das müsste eigentlich meins sein, wo das Bett ist. Das ist jetzt komisch. Hauptsache, der hat mich mit Slowness getroffen. Leute, ich bin gerade verwirrt. Oh, da ist mein Grundstück weiter oben. Das kann auch sein. Ja, hier ist mein Grundstück. Haha. Ich glaube, das ist meins. Oder nee. Da hat einer mein Grundstück genommen, glaube ich. Meins war nicht hier. Leute, jetzt müssen wir hier erstmal gucken, was hier abgeht. Alter, mit dem Monster hier ist auch nicht mehr normal. Ich meine, das hier ist nicht mein Grundstück. Eselreiter. Doch, wenn da Eselreiter steht, kann das nur meins sein. Aber ich meine, ich hätte doch mit Sinus. Ah, nee, das passt schon. Das ist, glaube ich, echt meins. Wenn da schon Eselreiter steht, dann kann das ja nur meins sein. Moment, dann check ich mal ab, wessen das hier ist. Das müsste dann das von MC Experte.
Da hinten hat der auch einen Eingang, da beim Creeperus. Warte da. Und es gab's auch einen. Es gab's auch einen einheitlichen großen Start. Aber da konnte ich leider nicht da sein, weil da war ich bei. Das ist Basti, okay. Da war ich bei der ESL und hab mit dem lieben Manulzen, also dem Manuel, da haben wir seine Manulzens Minecraft-Show gemacht. Und da war ich halt als Gast dabei, da haben wir ein bisschen paar Battle, nach paar Rush-Spiele gecastet und so. War ganz cool. Könnt ihr mal Manulzens Minecraft-Show suchen. Aber ich muss jetzt erstmal ohne Witz. Wie? Guck mal. Guck mal, die bekämpfen sich korrekt, Alter. Das geht ab bei denen. Wie soll ich hier überleben? Alter, wie? Leute, ich habe Angst vor ihnen. Jetzt mal ernsthaft. Alter, was geht ab hier? Die sind mich alle mit Hacken. Und die Sonne ist auch gerade Untergang. Pass auf. Guck mal, hier ist doch schon mal ein schöner Baum. Generell, der Wald ist sehr schön, finde ich. Kann ich das Holz mitnehmen? Was ist das? Jacaranda Wood. Schauen wir uns mal an, wie das Holz aussieht. Vielleicht können wir daraus ja... Ach toll. Schon direkt unsere erste Hut machen. Da sind Pferde. Kunga heißt just... Silvester. Hallo Silvester. Hallo. Hallo Silvester. Hier. Okay, das sieht Burn Time 300. Das sieht ganz cool aus. Das können wir uns auf jeden Fall mal taken. Ha, Silvester. Hallo Silvester. Hallo. Wie geht's Ihnen, Silvester? So, pass auf. Dann machen wir so. Das war falsch. Hallo. Zack, machen wir uns erstmal eine Axt. Ich hätte mir auch eigentlich eine Pick zuerst machen können, dann Steine holen, dann eine Steinaxt. Aber YOLO. Ah, guck mal, hier gehen die... Die Bäume bauen sich auch schnell ab. Ich mag, wenn das so ist. Und ja, ich bin ja nur ein... nur sehr wenig befahren, was Modpacks angeht. Deswegen bin ich definitiv auf eure Hilfe angewiesen. Ich weiß, Stromerzeugung kann man ja mit Industrial Craft, mit Thermal Expansion und so. Ihr müsst mir auf jeden Fall Tipps geben, was ich am besten machen soll, womit ich am besten am weitesten komme und so. Da wäre cool, wenn ihr mir da helfen könntet. Dafür gibt es ja Kommentarfunktion bei YouTube. Guck mal, Saplings habe ich auch schon davon. Was ist das hier für ein Baum? Oh, ganz normal. Was geht ab? Wer attackiert mich? Alter, guck mal. Lavender. Das sind auch schöne. Lavendel. Auch schön. So, erinnert sich jemand noch an... Nee, ist nicht schon okay. Sean Ogdog. Wir brauchen auf jeden Fall auch irgendwas Gutes zu tun. Alter, wer? Guck mal da. Fuck! Der ist voll stark. Bioshop. Sieht aus, als wenn das ein Spieler wäre. Unglaublich hier, dieses Modpack. Das macht mich noch verrückt. Ganzen Tag, ey. Warum kommt kein Pokémon? So, jetzt sieht er mich bestimmt wieder. War klar. Alter. Ey, ich will sterben, ne? Hilfe! Alter. Was geht ab bei denen? Das ist unglaublich, wie die hier am Jagen sind. Geh weg, Spinne. Dir will sowieso keiner reden. Komm, wir attacken die besser mal. Ich hab richtig Schiss gerade. Okay, gut, das haben wir überstanden. Leute, warum müssen wir genau hier drauf kommen, wenn es Nacht ist? Es wird aber Tag, das ist sehr gut. Da haben wir Männer. Endermanu. Schaut mal die Gegend hier. Da ist ein schöner Berg. Ja, und das Ziel des Projektes hier ist es, dass wir uns alle gemeinsam eine schöne Stadt aufbauen. Warte, ich food mal alles, was ich habe. Vielleicht kriege ich irgendwie volle Hungerbalken. Aber auf jeden Fall Ziel ist es, eine schöne Stadt aufzubauen, in Gemeinschaft aufzunehmen. Ich kann gerade nicht mit anderen aufnehmen, weil wir... Moment, Auge juckt. Wie viel Uhr haben wir? Um 2:30 morgens. Ich habe heute den ganzen Tag gelernt.
Deswegen habe ich jetzt hier in der Nacht, nehme ich auf, alleine leider. Aber ich denke, das wird sich auf jeden Fall ändern, die nächsten Folgen. Und da werde ich auf jeden Fall Micha sehr wahrscheinlich aufnehmen. Alter, was geht ab bei dem? Hammerhart, ein Herz nur noch. Zwei. Mit dem Micha werde ich auf jeden Fall was aufnehmen. Mit dem lieben Kevin werde ich auf jeden Fall was aufnehmen. Und wahrscheinlich auch noch mit allen anderen aus dem Projekt. Aber mein Auge übertreibt gerade ein bisschen. So. Deswegen freut euch auf jeden Fall auf das Projekt. Was haben wir denn da? Energy Pack. Ja, krass. Ist da jetzt MRG drin, verofen. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch freuen auf das Projekt. Hier wird einiges Cooles noch geschehen, denke ich. Was mache ich? Auf welche Höhe bringe ich denn jetzt mein Grundstück? Ah, guck mal, da ist auch nochmal ein Kopf von mir mit meinem. Also ein Zaun mit meinem Kopf. Das heißt, auf jeden Fall ist das mein Grundstück. Da gibt es nichts dran zu zweifeln. So, die Workbench ist hier. Ich verarbeite das Holz mal alles, weil das werden wir wahrscheinlich alles ja eh brauchen. Und mit Baumstämmen kann ich aktuell nicht viel anfangen. Ich platziere auch die ganzen Saplings schon mal hier, damit wir den bald... Sky of Beginning, okay. Damit wir den bald... Ah, Silvester, hallo. Damit wir den bald auf jeden Fall auch nachhaltig nachpflanzen können. So. Zack, zack. Das ist ein schöner Kaktus. Komm hier, hier, hier. Oh, ein bisschen hier, ein bisschen hier, ein bisschen hier. Guck mal, der ist schon instant gewachsen, weil das ein guter Baum ist. Der weiß, wie das Geschäft läuft. Der weiß, ach, guck mal, YouTuber, der hat nicht den ganzen Tag Zeit zum Aufnehmen. Und hat der gesagt, instant Wachserei am Start. Warum nicht, wenn der Bock drauf hat? So. Guck mal, der auch, wenn der Bock drauf hat, soll er wachsen. Habe ich echt kein Problem mit. Super Bäume von Technik und Genetik. Super. Wachsen einfach instant. Geben mir Nahrung, Holz. Super. Guck hier, zack und plus 1 direkt gemacht. Zack. Ist doch super, ey. Was will man mehr? Hier, neue 11 neue Baumstämme, mehr Holz, super Leben. Vielleicht noch ein paar Hühner hier. Guck, Hühner noch in die Welt gesetzt. So, Workbench-mäßig baue ich mal hier hin. Ich will mir jetzt erstmal eine Pick machen. So, time to mine. Und aus dieser Pickerino mache ich mal hier einen Abgang. Immer noch kein Pokémon. Ah, wir haben noch 7 Minuten, vielleicht erscheint noch mal eins, dann könnten wir das gemeinsam fangen. Dann machen wir ein Pokémon Go Let's Play in Minecraft Novus. Zieht man auch einen schärften Tag, ey. So, und was wir instant machen können, ist unser Getreide anzubauen. Also die Sachen, die wir da haben. So. Guck. Jetzt machen wir uns erstmal wieder Stickerinos. Pek am Start. Zack. Zack. Axt am Start. Komm, Schwert kann man auch machen. Und dann noch eine Schaufel. Ja, eigentlich kann ich 2 Schaufeln. Ah komm, was heißt 2? Machen wir noch 3 Schaufeln. Weil die, guck, das ist Modpacks immer so krass. Inventar instant full. Also wirklich instant. So, dann zack hier und eine Hoe. Passt perfekt, als hätte ich das so gewollt. So, jetzt können wir die hier zu Saplings machen, alles. Alles, was wir haben, zu Saplings machen. Guck mal, Rice Grain. So. Und dann, dafür brauchen wir aber Wasser. Hallo Bäume, wie geht's euch? Ich habe das Gefühl, die wachsen sehr schnell. Mit der Musik passt das auch gerade super gut. Aber ich habe das Gefühl, diese Bäume wachsen hier sehr, sehr, sehr schnell. Und das ist gut.
Das heißt, wir haben eine gute Holzproduktion. Nee, das muss bleiben. Pass auf, da haben wir direkt wieder drei neue Saplings. Guck mal, hier sogar noch mehr. So. Wie viel Abstand haben wir? Drei immer. So, was war das Rosane nochmal? Oh, Handy, was geht ab? Warum bist du so am Vibrieren? Nase kitzelt. Kotten. So. Dann machen wir das hier noch ein bisschen weg. Hallo Huhn, wie geht's? Ich frag mich jetzt, wo wir das... Oh, wir haben Wasser. Wie gut. Wie gut, dass wir Wasser haben. Weil ich habe jetzt kein Eisen, um Wasser zu organisieren. Aber wir nutzen einfach das hier. Und kombinieren das auch direkt mal zu einem großen... Oh, wie gut das ist, dass ich Wasser hier habe, ohne Witz. Hey, der soll sich selbstständig... Schade, ich hab gedacht, der kann hier ein bisschen unendlich Wasserquellerei machen. Leider nicht. Egal, pass auf, dann machen wir hier auf jeden Fall zu. Ne, das nicht. Hier auf jeden Fall. Und hier kann man eigentlich auch. So, das sollte reichen. Das machen wir auch ab. So, Kopf nehme ich natürlich. Kungas Head, sehr, sehr gerne. Das sagt die Zeit. Ein bisschen haben wir noch. So, dann würde ich sagen, bauen wir direkt mal ein bisschen Nahrung an. Damit wir da auch schon mal für gesorgt haben. Und dann überlege ich mir, was wir für Mods ansteuern werden. Also ich habe auf jeden Fall Bock, was mit Technik zu machen, mit Elektrizität und so. Wisst ihr Bescheid? So. Und Nahrung natürlich auch immer schön anbauen. Damit wir auch auf jeden Fall genug haben zum Überleben. Das sind auf jeden Fall erstmal genug Felder. Pokémon gekommen? Nö. Leider kann ich euch nicht zeigen. So. Dann haben wir hier Lettuce, also Salat. Haben wir Brokkoli. Zack. Haben wir hier nochmal drei. Artischocke. Spinat. Rice Grain. Ich frage mich, ob ich den so einpflanzen kann. Ne, kann ich nicht. Wheat auf jeden Fall. Aus werden wir uns Brot machen, was ein wichtiger Bestandteil von vielen Sachen ist. Barley ist ja dasselbe wie Wheat, nur wilder. Ja, und komm, da wir ja eh Platz haben, können wir auch hier Cotton anbauen. Was wir ja eh nicht brauchen, glaube ich, so intensiv. Und die Blumen... kann man auch eigentlich instant mal eine Chest machen. Hier der Wald wächst und gedeiht, wie man sieht. Ich glaube, ich bringe das Ganze auf... Warte, was ist hier? Ich glaube, ich bringe den ganzen Laden hier auf die Ebene. Ohne Witz. Auf die Ebene bringe ich das. Das heißt, hier terraforme ich auch alles schon mal schön gerade. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Machen wir hier auf jeden Fall alles auf die Ebene. Das passt, glaube ich, ganz gut. Hier muss er nur so, damit wir da auch noch runterkommen. Und wir sind gleich über der Zeit. Und da haben wir nicht mehr genug Dirt. Fehlt genau einer. Pass auf, den einen baue ich noch ab. Und dann platziere ich den hier hin. Mach Disconnect. Und da haben wir schon 20 Minuten gefüllt, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch aufs Projekt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Mods ich nutzen soll. So für Energie und um Ressourcen abzubauen. Und um zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Iron Ore habe, dass ich daraus zwei kriege. Sagt mir, welche Mods ich da am besten nutzen soll. Und sehr gerne auch noch Videoverlinkungen oder Tutorials zu den Mods,
wo ich mich so ein bisschen einlesen kann, was das macht und so, dass ein bisschen Tipps. Gebt mir auf jeden Fall Feedback, Kommentare und so Ideen und Hilfestellungen zu Mods, weil ich da ein bisschen schneller lernen kann. Weil ich kann mich da nicht so intensiv mit beschäftigen, weil ich ja nebenbei studiere und bald Klausuren schreibe nächste Woche. Aber ja, checkt die anderen auf jeden Fall ab. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und hinterlasst eine Bewertung, einen Kommentar. Haut rein. Tschüss.